Jetzt wollte ich kurz ja, mich zusammenfassen. Das andere Video ist ein bisschen länger ausgefallen und war irgendwie nicht gut. Also was zu Torrent und wie man sich mit Torrent absichert, damit man ja, sagen wir mal, ungestört Dateien runterladen kann, die einem interessant vorkommen. Als Suchmaschinen habe ich mir, natürlich gibt es Pirated By. Und hier habt ihr proxyby.info, einen Katalog über Abspaltungen von Pirated By, fast immer und eben nach der Sprache. Also man sucht sich die andere Sprache aus, wo man eigentlich suchen will und so. Ja, okay. Das ist zu den Suchmaschinen. Hier gibt es auch eine. Und hier. Wenn man nach Linux sucht, dann kann man Sortierung einstellen und wir können uns hier einfach, das ist so eine globale Suchmaschine, bei einem von diesen Anbietern das runterladen. Ja, und das sind dann die Trackers genannt und dann kann man sich von einem dieser Tracker Downloads zum Beispiel Datei hinzufügen. Vorher haben wir natürlich dieses Programm installiert. So, das nehmen wir mit. Also uTorrent muss natürlich installiert sein. Und uTorrent startet. Wir sehen das jetzt hier. Okay, Downloading hier irgendwas VirtualBox. Das ist das, was wir jetzt gerade hier uns angeguckt haben. Hier haben wir ein Peers und IPs, die dieses dasselbe hier zur Verfügung stellen. Diese IPs sind meistens aus dem Ausland, aber eben mich. Ich würde gerne Klassen, die mir nicht gefallen, sagen wir Deutschland jetzt ausgrenzen, die mich jetzt kennen, sagen wir auch Schweiz und ja, aber erstmal Deutschland. Deutschland ist für mich das Wichtigste. Man kann ja natürlich jetzt hier hingehen und sich Englisch, schade. Ich stelle das mal auf Deutsch um, dann können wir vielleicht was hier lernen. Gibt es hier sowas? Englisch, Englisch, Englisch. Sprachen herunter, Sprachpaketen. Doch, es gibt Deutsch. Super. Nehmen wir uns das Sprachpaket. Wo speichere ich das? Und da lege ich meine Datei ab. Diese Datei hier. Nachdem ich sie gestartet habe, geh weg. Nachdem ich sie gestartet habe. Ist meins, wird bestimmt vom System erkannt oder so, als uTorrent in der Sprache, der ich das haben möchte. So, und hier sind alle auch Sprachen vorhanden. Ja, das ist jetzt mal zum Deutsch und dann. Und ja, wir geben, also nachdem wir uns die Sprache geändert haben, gehen wir hier hin, Verbindungen und aktivieren uns einen Proxy. Wie der ist, ja, den könnten wir uns gleich suchen. Suchen tun wir entweder auf Free Proxy List oder hier zum Beispiel Hide My S. Und dadurch suchen wir uns hier Hike, also sehr, sehr sicher, schnell, schnell. Und dann soll er mal die Ergebnisse zeigen. 11 Minuten her, den schnappe ich mir also und trage die Werte hier ein. 100, ja, das ist HTTP. Über Port 80 geht das. Hier 4 Häkchen reinmachen und bei BitTorrent suchen wir uns, machen wir den lokalen Peer-LTD-Aktivierung aus. Und UDP machen wir auch raus. Hier kommt irgendein Name, was wir gerne anderen vermitteln wollen, die uns sehen, aber sollte ja nicht sein. Also irgendwas, egal was. Okay, und dann. Das war jetzt zu schnell. SK2 zum Beispiel. Und hier erzwungen. Okay, nachdem wir das hier erledigt haben. Gucken wir uns hier unter den Tracker an. Sorry. Gehen wir auf diese Seite. Check.
My Torrent IP. Und hier wird eine Datei runtergeladen. Die wird einfach mit dem Programm gestartet. Sie ist nur dazu da, um eine Verbindung zu der Seite herzustellen. Also sie befindet sich hier. Und wir gucken uns unter den Tracker. Und wir sehen hier den Status. Und wenn wir eine Warnung jetzt hier bekommen von einer IP, dann sind wir eigentlich sicher. Eine andere IP, als die wir jetzt haben. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Ich ändere das jetzt hier unter Verbindungen und mache keins. Anwenden aus. So, und nach diesem, da kommt jetzt gleich eine Aktualisierung. Können wir kurz Pause machen. O 1 und Aktualisierung. Und jetzt sehen wir meine echte IP. Naja gut, meine echte IP will ich ja nicht im Internet haben. Also gut, dann suche ich mir wieder hier Port, welchen den Typ, das Protokoll aus und unseren Proxy, welchen wir uns gerade rausgefischt haben. Okay, und nach 40 Sekunden ist jetzt hier wieder die IP die alte, also die richtige, mit welchem wir eigentlich surfen wollen. Bestimmt ist dieser Proxy nicht besonders schnell, um irgendwelche Dateien runterzuladen. Aber so sollte man das schon machen. Dazu brauchen wir auch noch das Programm PeerBlock. PeerBlock werde ich oder habe ich jetzt vor, man kann es natürlich sich hier runterladen. So, PeerBlock Version. Da. Und einrichten. Installieren, einrichten. Ich habe aber vor, so hier, weil man sehr viele Ports einstellen möchte, möchte ich einige Listen erstellen. Aktualisierung und jetzt haben wir die VPN bzw. Proxy IP, mit welchem wir nach außen gehen. Um das zu überprüfen, gehen wir nochmal dahin und machen einen Refresh und da sehen wir alt und neu. So können wir uns eigentlich mit Torrent schon außen bewegen und jetzt noch, damit wir wirklich, ja, sagen wir mal, Torrent ist langsam. Wir wollen irgendwelche Sachen haben, die wir unbedingt brauchen aus einem bestimmten Land. Werden wir uns mit PeerBlock schützen. Und PeerBlock habe ich eine portable Version runtergeladen bei Chip. Die ist jetzt hier eben gut. Ich werde die vorbereiten und höchstwahrscheinlich eben zum Download anbieten. Für kleine Peanuts. Link werde ich mal unter dem Video machen. Okay, und wenn wir das jetzt hier so, dann könnten wir eigentlich hier okay, mache ich diese Version aus und werde mir jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gehabt, das war zu schnell. Und diese portable Version müssen wir uns jetzt hier Import List, Always, Allow, standardmäßig. Machen wir mal an, schauen was los ist. Die soll natürlich. Was wollte er dann hier von mir? Aha, diese Range will ich blockieren. Also ich will Peer-to-Peers blockieren, Organisation Anti-Peer-to-Peer, Werbung, Spyware. Irgendwelche Instituten und Universitäten, obwohl da bestimmt nur für Touristen, Studenten rumlaufen. Naja, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall geht man kein Risiko ein und holt sich Everyday, soll er die Listen holen, er soll das Programm, muss er nicht, anderthalb Jahre wurde es nicht aktualisiert, also das braucht er nicht, er muss nicht nach Hause telefonieren, aber die Listen soll er holen. Ist ja witzig. Okay. Damit hat er das Programm jetzt hier gestartet. Wir blockieren die Ausgänge und HTTP-Basis. Einstellung hier: Start mit Windows.
Checklist, every day, jeden Tag, minimieren, to tray, wenn ich das minimiere, okay, save kurz und dann nochmal back. Hier kann er mir alle Verbindungen anzeigen, muss er aber nicht, er soll mir nur die blockierten. Wer interessiert ist, kann sich das aber reinmachen. Ist nicht verkehrt, mal zu sehen, was auf seinem Rechner los ist, obwohl es dazu bessere Programme gibt. So, jetzt machen wir uns eine Liste. Diese Listen findet man. Ups. Adlist. Und Adlist kriegen wir von iBlocklist. So, da holen wir uns jetzt diese Adresse raus. Verlinke ich auch. Und Lists. Und was mir auf jeden Fall jetzt, diese haben wir schon im Programm selbst. Und was mir auf jeden Fall nicht gefällt, dann ist Level 1. Also wir befinden uns in einem bestimmten Land, ich jetzt in Deutschland. Also Deutsch, Sternchen, nichts ohne Sternchen. So, und da sehe ich, was ich nicht will. Viele, ich will einfach alles aus Deutschland, will ich weg haben. Und dann nehme ich mir nochmal eine, mache ich das auf und dann will ich Level 1, Level 2, Level 3 auf jeden Fall, EDU, ASD, Bad Peers. Okay, und dann gehen wir mal durch. Level 1, das was ich jetzt hier alles mache, wir machen uns den Namen, denselben. Dann kann man das gut überprüfen. Ja, genau. Wir haben derselbe Name. Okay, Level 2. Ist auch die Arbeit weniger. Level 3. Okay, dann war EDU dabei. ASD, ne, ADS, AdWords oder was weiß ich. So, ich gehe das jetzt mal kurz durch, mache jetzt eine Pause. So, jetzt haben wir alle Listen, eine Liste mit allen Instituten, die aus Deutschland kommen, uns erstellt. Also unter dem Wort Deutsch und machen wir German. Was hier auf German, Level 1 haben wir, Level 2, 3, EDU, Peers, okay, Business, Search Engine. Und die werde ich manuell noch dazu fügen. Also Pause. So, ich mache ein Update der ganzen Listen. Erstellt habe ich, ja, wie gesagt, mit dem Kriterium Deutschland. Alles, was Deutschland ist, ist jetzt ausgegrenzt und auf diesen blockierten Listen hier steht. Somit werde ich jetzt eigentlich alle, die jetzt in Deutschland sind, ausgrenzen.